Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Tupac VR. Ja, heute spielen wir Mage's Tale. Ich habe das Spiel erstmal pausiert, weil ständig hier jemand dazwischen quatscht. Ja, irgendwie derjenige, der uns hier helfen soll oder keine Ahnung, den werden wir wahrscheinlich gleich kennenlernen. Ja, ich habe das ganze Spiel auf freien Bewegungsmodus gestellt, weil ich es einfach besser finde. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, wie das Spiel so ist. Sieht auf jeden Fall echt genial aus. Musik ist auch stimmig. A cauldron is a Da ist er round wieder. container of cast iron, often used to boil flesh from the bones of disobedient apprentices. Now, dear mother, today I ignored a disembodied voice and avoided a cauldron. Curse you for birthing such an ignorant child. Well, I'm out of ideas, so I'll just start repeating myself. Okay, ja, wir sehen ihn noch nicht hier, der mit uns spricht. Aber schauen wir mal. Gehen wir mal zum Kessel. Legen wir ein neues Spiel an. There now, that wasn't so hard, was it? See you on the other side, apprentice. And off we go. Okay, wir sehen uns. Hold a moment, apprentice. Wow. Let me feel ahead. The floor is rotten here, and it's a long way down if you fall. Oh yes. Das sieht so riesig aus. Terrible. The apple of the master's eye, lost forever in a bottomless pit. So sad. No, Crooks. Jealousy does not become you. Crooks heißt er. What was? Was ist jetzt los? Okay, eine Explosion. Master! Master! Oh! Master! There you are! Oh, it's you. Where is the Master? Never mind. You weiß ich nicht, wo der ist. You know nothing. Ah, oh, this is a disaster. I must find him. Oh, da ist er. Da kämpft das Gute gegen das Böse scheinbar. Boah, sieht wahnsinnig aus. Sehr geil. Okay, scheinbar irgendein Schutzzauber gewesen. Ich kann nicht laufen. Well, tell the mage's friends I am coming for them. Their world is done. Okay, da fliegen sie davon. Master! Master, where did you... Ah, oh, stupid apprentice! You can't die! The Master needs you! Quick! Through the portal, before you're burned alive! Okay, geht automatisch. War gar kein schlechter Anfang. Ich kam mir gerade vor, als ob die 2 Meter, 3 Meter hoch wären und ich nur irgendwie 1,50. Right, the site of the attack. Now, this is not the site of the attack. I went off course. If only the Master's friends were here, they'd know what to do. Sadly, I've no way to reach them. So I'm stuck with you. Ugh, the Master is doomed! Schon Angst einflößen, so eine riesen Statue hier. Aber es ist scheinbar nur der Aufzug. Okay, wir haben ein Zauberbuch. Ah, okay, hier sehen wir wahrscheinlich unsere
Ja, Levelanstiege, Perks, ich weiß nicht, was man hier freischalten kann. Ja, gehen wir mal weiter. Oh Leute, das sieht so geil aus. Okay, was war das? Was kann ich jetzt hier machen? Hier ist ein Schwert. Okay. Das fliegt mal so weg. Ah. Stuck already. Well, that didn't take long. Warum ist das hier Englisch? Try a fireball to burn through those rickety boards. First. Open your spell palette to examine your laughably minuscule library of cantrips. Kann ich jetzt machen? Okay, Schutzschild, scheinbar. Ah, da. Now pull your hand up to select. There. Ah, now hurl Trigger your fireball at the board aufladen? To burn them down. Success! Ah, okay. Steuerung schon mal sehr gut. We're trapped inside some sort of magical barrier. Who's doing this? Hey, was kommt jetzt? Was that a goblin? Ich kann mich nicht bewegen. I better show you how to aim your spells. When the little beast shows up, focus on it. Your arcane sight will encircle it. Then throw your spell. Got it? Ja, ich hab's. There it is! Kill it! Even you can do it. Okay. Das war nicht so schwer. Aber ist ja auch nur das Tutorial wahrscheinlich. Okay, hier geht's lang. Da kann man wahrscheinlich noch was wegbrennen. Okay. Rot. Mystic ingredient. You can use those to change the effects of a spell. Ah, okay. Just feed it to old Fergus there and he'll send it back to the workshop. Ah, alles was man findet, kann man hier dem Frosch geben oder Quirte. When you get back, ready to use. And only smelling faintly of Fergus. Ah, lenkt ein bisschen ab mit diesen Untertiteln. Ich hab's einfach mal auf Deutsch gestellt. Man versteht aber auch einiges, was sie sagen. Also so schwer ist es jetzt nicht, auch wenn man nicht so gut Englisch spricht oder verstehen kann. Aber diese Untertitel stören echt irgendwie. Und im Oculus Store stand auch einfach Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, glaube ich. Aber man kann jeweils nur die Untertitel wählen. Ist echt schade. Sollte irgendwie anders im Store stehen, würde ich sagen. Okay, gehen wir mal weiter. Was jetzt? Okay, da hinten ist ein Gegner. Oh, Mage Stones, ancient sources of arcane power. Wow, überlegt. Consume enough of those, and you may yet stand a chance. Okay. Look, your gem is glowing there on your right hand. You're ready to ascend to the next level of your training. Touch and hold that star there to start your ascension. Welchen Stern soll ich? Ah. Good. Now hold. Okay, Levelaufstieg. You've done it. Go ahead, pick a relic. The gloves will make you healthier and harder to kill. Ich würde sagen, man nimmt die Aufladungsrate, dann kann man wahrscheinlich schneller die Zauber benutzen, ja. Okay, gehen wir weiter. Boah, sieht das geil aus, wie das Wasser hier so runterfließt.
Sehr cool. Okay, wenn eine Melodie kommt, sind immer Gegner da. Okay, das gute Schild könnte ein bisschen größer sein, wenn ich recht. Ich kann nicht zielen. Habe ich gerade was gesehen? Was passiert jetzt? Ah, Wasser geht, steigt auf. War da noch irgendwas, was man nehmen kann? Was ist das? Okay. Weg ist es. Gehen wir mal weiter. Okay, für was war das jetzt gut? Weil die Augen. Da fehlt bestimmt irgendeins. Das war bestimmt. Ah, da ist es wieder. Okay. Das scheint irgendein Rätsel zu sein. Okay. Spiel gespeichert. Passiert jetzt? You did it! I'm shocked! Now grab that thing before something terrible happens. Verbesserte Wirkung, okay. Pilze. Okay, man kann so mit dem rechten Stick sich bewegen oder halt mit dem linken Stick schrittweise. Ja, ich gehe lieber irgendwie schrittweise. Fühlt sich irgendwie echter an. Und, ah, irgendwelche Glühwürmchen. Was ist das? Kann ich das kaputt machen? Ja. Wow. Was ist das? Not that you need it, you stone-hearted killer, you. But I found a health potion here. Klingpilz. You can drink it now, or you can stick it on your hip for later. Oh. To drink it, raise it to your lips. I'm sure you've done that before. To store it, hold it to your hip and release. It'll be there for you until you need it. Okay, das scheint irgendein Heiltrank zu sein, aber ich glaube, wir wurden ja noch nicht mal getroffen. Also brauchen wir das auch noch nicht. Hier geht's wieder los. Rückweg ist direkt blockiert. Weg gibt es hier ja eh nicht. Dann ja, machen wir erstmal die Kiste auf und schauen wir mal. Okay, was ist das? Ah! One of Master Alguin's spellcrafting reagents. The Storm Decanter. With it, competent apprentices can craft a lightning spell. Let's return to the workshop and give it a try. That way you can fail and thrive. Wie komme ich in die Werkstatt zurück? The workshop is never more than a gesture away. Hold your hand straight above your head, focus your mind, and you will return there. Okay, die Hände über den Kopf halten. Go on. Was können wir? Come on!
Just hold your hand directly. Okay, wir beenden hier Folge 1 und wir sehen uns dann in Folge 2 in der Werkstatt wieder, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Mir hat es Spaß gemacht. Wenn euch es auch gefallen hat, haut ein Like raus, würde mich freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.